Halkschlag! Bäm! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von To The Moon. Endlich zurück aus dem Urlaub. Jawohl. Ich war in der Nordsee gewesen. Für mich ist das natürlich ein Highlight. Für die, die da oben wohnen, natürlich nicht so was Besonderes. Aber ich komme aus der Schweiz und ja, wir machen immer Urlaub da oben. Und ja, war mega schön gewesen mit der Freundin, so mit der Familie. Schön am Strand. War noch eine Insel da oben gewesen. Langok, wenn die einer kennt. War mega schön. Mega schön, sage ich euch. Aber jetzt würde ich fast schon sagen, dass wir mal weitermachen. Gucke ich nur, ob gerade alle Aufnahmeprogramme... Ja, läuft alles. Gut. Dann legen wir mal los. Also, ich muss mal gucken, wie funktioniert das nochmal. Ah ja, genau, so laufen. Wir waren jetzt hier in der Bar, wo die sich ja noch unterhalten hatten. Ich weiß gerade gar nicht mehr wirklich, was wir machen müssen. Ich würde sagen, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit den Leuten hier. Gibt's da was zu... Wirt. Hallo, was darf sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Check, also mit Check? Tut mir leid, Schecks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf sein? Ah, der kann ihn immer wieder so zurücksetzen, weil der ja in der Zeit so ein bisschen hin und her reist. Tagchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Schreiben Sie es mir auf den Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oho, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstecken. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Oder Neil. Neil, ich würde schon fast sagen Neil, oder? Ach, mach dich locker. Wir haben, ich weiß auch nicht mehr, wie die Dinge heißen. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, aber die kann ich ja im Nachhinein dann lauter oder leiser stellen. Ich will nur gucken, ob das Mikrofon... Okay, da ist alles gut eingestellt. So, Test, Test, Test. Reden wir mit unserer guten Freundin hier. Nicht raus. Ah, mit Dr. Rosalanne. Beeil dich, ich will hier nicht feststecken. Jetzt können wir mit dem reden. Nanu, sehen meine getrübten Augen da etwa ein Gläschen eingelegte Oliven? Der hat doch gerade erst welche gehabt. So ist es. Sie wissen auch, eine gute Olive zu schätzen. Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich, setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh, ja, das klingt doch nach einem Plan. Dim, dim. Eva, Geschmackssimulation aussetzen. Jetzt. Hä, Geschmackssimulation? Ach, Neil, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Oh, der ist sauer. Nun denn. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Alles in Ordnung? Tja, ja. Mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja. Man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch zwei Gläser. Nur noch zwei. Ah, Erinnerungsfragmente sind das doch, die wir da sammeln. Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und Sie haben mir recht gegeben. Nur noch eins. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Der labert und labert und labert wahrscheinlich. Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Was ist das? Bitte sehr. Und anhalten. Endlich. Herr im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. Bewegen. Also ich denke, wir müssen uns hier dieses Formular an... Ah, das ist dieses Momento, was wir jetzt knacken müssen. Moment mal. Fang bloß nicht wieder an zu... Mach dir keine Sorgen, Mensch. Siehst du? Alles nach Vorschrift.
Hulkschlag! Bäm! Neil, ernsthaft? Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen und du ruinierst die Stimmung. Das war's wert. Nun denn, reisen wir weiter. Vorbereiten, nichts tun. Vorbereiten. Wir reisen weiter zurück. Oh, jetzt müssen wir diese Rätsel wieder machen. Ideal, in 4 Zügen können wir das... Oh Gott, zusammensetzen. 1, 2, 3. Ah, tipptopp, 4. Ich trinke noch ein Schluckchen Käffchen. Super. Also, aktivieren. Ja, er wird langsam echt jünger. Wie weit reisen wir denn nun in die Zukunft zurück? Nicht in die Zukunft zurück, in die Vergangenheit. Na, wir kommen voran. Wir sind schon recht jung. Vielleicht nehme ich heute Abend auch noch eine Folge Too Dark auf. Wer weiß, wer weiß. Heiliges Känguru. Du bist kein Australier. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über Normalnull und stehen auf einem verdammten Lampenmast. Lampenmast. Das ist ein Leuchtturm. Na gut, spring einfach runter. Es ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee-Jumping ohne Seil. Ohne Seil. Oben bleiben geht nicht. Runterkommen auch nicht. Mann, wie ich es hasse, wenn das passiert. Ich schwöre dir... Eva, was zum... Irgendwas mit Beleidigung. Weichei. Leute, einen Moment, ich muss schon aufs Handy gucken. So. Okay, war nichts Finnes. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Sie? Also den Turm nehmen die an. Nicht mehr gebraucht? Für Schiffe, meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist, mit GPS und all diesem Kram. Hör mal, River. Dieser Ort bedeutet auch mir sehr viel und ich habe nachgedacht. Im Moment läuft doch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen, ein paar Jahre lang, dann können wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns eingeschränken müssen, aber... Nein, so schnell kann ich lesen. Wir können sie vom Fenster aus sehen. Wir könnten sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir wären immer in ihrer Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wäre nie mehr alleine, John. Oh, sie nimmt ihn in den Arm. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja, das werden wir. Also mit sie meinen die den Leuchtturm. Vielleicht ist es auch die, über die sie geredet... Wir werden es noch herausfinden, Leute. Entschuldigung. Wir werden es noch herausfinden. Ich gönne es ihnen. Das meinst du nicht ernst. Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man einen Zug beim Entgleisen zusehen. Das Ende ist nicht wichtiger als irgendeiner der Momente, die zu ihm führen. Was zählt, ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Recht hat die Gute, recht hat die Gute. Lass uns gehen. Muss ich hier noch irgend... Nee. Also müssen wir da 4 von diesen... einen haben wir gefunden. Moment mal. Sie haben einen Leuchtturm Anja... Sie haben den Leuchtturm Anja genannt, oder nicht? Ich glaube schon. Dann hat diese River auf medizinische Versorgung verzichtet wegen eines Leuchtturms? Ist das nicht ein bisschen zu krass? Also ich habe in diesem Beruf schon Merkwürdigeres erlebt. Ja, ich auch, aber ich gewöhne mich einfach nicht dran. Es kann dir ohnehin egal sein. Sie ist nicht unser Patient. Notiz Anja erhalten. Kann ich mir das jetzt... Anja. Der verlassene Leuchtturm an der Kippe. Klippe. Ups, Entschuldigung, tut mir leid. So. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder weiter runter, nehme ich an. Sind das jetzt... Das sind dieselben. Müssen wir denen nachlaufen wieder? Ich glaube schon, gell?
Nee. Wir reisen ja immer weiter zurück, glaube ich. Das war der Weg, das war da, wo sie nach oben gegangen sind. Ah ja, stimmt ja. Jetzt verstehe ich es noch mehr ein bisschen. Und wenn wir jetzt runtergehen, müssten wir sie eigentlich nochmal sehen. Oder könnte sein, dass wir sie nochmal sehen. Also, wir haben alle Erinnerungsfragmente gesammelt. Ah, warte, hier ist ein Hase. Oh. Das Memento haben wir gefunden. Sehr schön. Vorbereiten. Nun dann reisen wir weiter. In 5 Zügen könnte man das machen. Wie sieht das hier aus? Und das hier? Nee, warte mal. Auch nicht. Ah, da waren wir schon mal, verdammt. Nee, so geht das auch nicht. Dann hätten wir schon mal einen. Da ändert sich nichts. Wartet mal. Einen Moment, nochmal zurück, nochmal zurück. Ich hoffe, dass... Stelle ich mich echt so blöd an? Komm schon. Jetzt hier, oh. Hä? Was passiert, wenn ich nicht mehr genug habe? Ah, Gesamt darf ich unendlich. Oh, komm schon. Ach nee, warte. Nein, den wollte ich doch gar nicht. So. Okay, was ist, wenn ich jetzt den einfach auch mal drehe? So. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dank meines Kaffees. Los geht's. Aktivieren. Wir reisen weiter zurück in die Vergangenheit. River? Können wir hier irgendwas machen? Nee, wir müssen rausgehen. Okay. Runter? Was haben wir hier? Eine Truhe? Neue Kartons mit Blankopapier. Oh, ich glaube, ich weiß, wofür das wo das hinführt. Ich nehme an, das. Ah ja, genau. Du bist zu früh aus dem Haus gegangen, um zum Friseur zu gehen? Was machst du da? Hasen. Hast du den Hasen gesehen, den ich für dich dagelassen habe? Ja. Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Beschreib ihn. Er war gelb. Und weiter? Ein bisschen pummelig. Und? Naja, es ist eben ein Papierhase. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch über ihn sagen soll. Du benimmst dich merkwürdig, River. Ist etwas nicht in Ordnung? River?
Schon traurig kann das manchmal sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Art umgekehrtes Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was mit ihr los ist, aber selbst dafür ist das ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist? Glaubst du das? Vielleicht, wer weiß. Aber wie du schon sagtest, sie ist nicht unsere Patientin. Lass uns die Dinge zu Ende bringen, für die wir hier auch bezahlt werden. Okay. Viele lange orangefarbene Haarsträhnen. Orange, aha, ihre Haare? Hat viele orangefarbene Haarsträhnen. Kann natürlich sein, dass sie Krebs hat und jetzt eine Chemotherapie hinter sich hat. Ah, das Momentum wurde gefunden. Dass sie Krebs hat und jetzt eine Chemotherapie machen muss und dass ihr deswegen die Haare ausfallen. Das kann natürlich gut sein. Kriegen wir hier auch nochmal? Nee. Also hier haben wir den Flügel noch. Ein alter Flügel. Wie zur Hölle haben sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die Tardis. Nicht wirklich. Da wäre es nicht mal, die wäre nicht mal durch die Tür gekommen. Hm, stimmt. Damit steht fest, Pianos zu bewegen ist für jeden ein Albtraum. Es würde wahrscheinlich eine komplette Episode lang dauern, es dort hineinzubekommen. Die würde ich mir sogar anschauen. Dito, wäre sicher episch. Wieso die Treppe hinaufbekommen? Ist es doch hier ein Stockwerk unten, oder? Bin ich da jetzt vollkommen durcheinander. Wir brauchen aber noch ein Momento. Ich würde sagen, Treppe hoch und den gelben Hasen. Genau. Ein gelber Papierhase. Oh Gott, nicht schon wieder. Ein gelber Papierhase. Nee, doch nicht. Also müssen wir doch runter. Die Kiste haben wir schon geguckt. Hier unten gibt es nichts mehr, außer das Flügel auch. Dann muss es eigentlich in dem Raum da drin sein, wo die sich befinden. Den Eimer haben wir schon angeguckt. Lampe, Foto. Das ist das Momento. Vielleicht einer dieser Hasen. Ja, vielleicht sie einfach, ne? Das haben wir noch nicht probiert. Wird funktionieren. Das ist jetzt der Tag, an dem sie damit anfing, oder? Okay. Also aufgrund der roten Haarsträhne von ihr. Also entweder hat sie sich die abgeschnitten aus irgendeinem Grund oder ihr sind die ausgefallen aus irgendeinem Grund. Ich weiß es noch nicht. Naja, schauen wir mal. In 3 Zügen können wir das schaffen. Sehr schön. Sehr schön. Nun denn, los. Aktivieren. Da ist er schon sehr, sehr jung. Also schon jünger. Normaler Mann einfach. Bewegen. Kommt mir das nur so vor, oder? Es wird immer dunkler, oder? Auch hier oben diese schwarzen Ränder. Okay, da stand das Auto von uns. Warum wir das jetzt aber sehen, weiß ich nicht. Aber es könnte natürlich auch den ihr Auto sein. Ich glaube, wir laufen hier gerade irgendwie komplett falsch. Wir hätten dahin gehen müssen. Ein Momento gefunden? Ja, nicht Momento, ein Erinnerungsfragment. Hier steht ja normalerweise das Haus. Nee, oder war das eins weiter unten? Jetzt bin ich gerade überfordert. Ich glaube, das war ein Stockwerk weiter unten. Wir sind... Da ist die Stelle. An der... Ah, nee, hier. An der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich. Was finden die Leute an ungewöhnlich hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend?
Notiz Höhenangst erhalten. Was bringen mir diese Notizen eigentlich? Inventar. Ich habe da einen Schlüssel, einen Papierhasen und so. Ich glaube, das ist einfach nur so da, oder? Na denn, okay. Oder was bringt mir vor allem auch hier dieser Lebensbalken von John? Das weiß ich auch noch nicht. Ich sehe zwar, wie es ihm geht, aber man ist hier nicht irgendwie unter Druck oder so. Da verändert sich ja nicht wirklich was. Ah, tut mir leid. Und nochmal rüberspringen. Oh! So. So. Zwei Erinnerungsfragmente haben wir bereits. Ein weiteres haben wir auch. Oh, guck mal, da sitzen sie. Deswegen hast du mich damals angesprochen? Ja. Wie sieht das jetzt aus? Schätze, es gehört dazu. Hör mal. Das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber Izzy meint, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Ich hätte unser erstes Treffen nicht zu vermasseln sollen. Was ist das? Ein Hackisack? Kannst du ihn bis zu Anya werfen? Anya ist ja natürlich der Leuchtturm, ne? Keine Ahnung, soll ich es probieren? Was ist denn das? Was Hackisack? Würdest du? River! Bist du verrückt? Geh da weg! Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich. Okay, meine Lieben, wir sind auch schon wieder bei 23 Minuten angekommen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich fand ihn wieder mega schön. Hat mir Spaß gemacht, das Spiel mal wieder zu spielen, jetzt nach einer Woche. Bin auch wieder gut reingekommen, um was es da geht und so. Und ja, immer noch mega schönes Spiel. Wie gesagt, Musik und so berührt dann so ein bisschen auch durch die Story. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part auch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben da. Einen Daumen hoch. Oder schreibt mir doch ein nettes Kommentar. Und vielleicht wollt ihr mich ja auch abonnieren, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Würde mich auf jeden Fall unterstützen und mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten würde ich sonst sagen, Leute, haltet die Ohren steif und ciao.